Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch, wie versprochen, Teil 2 der Kingdom of the Wicked Reihe von Carrie Maniscalco vor. Kingdom of the Cursed. Ja, darin wird natürlich die Story von Wrath und Emilia weitererzählt. Das Ganze endete ja damit, dass Emilia sich selbst an den Teufel, ja, ich sag mal, verkaufte, beziehungsweise einer Ehe mit ihm zustimmte, um den Tod ihrer Schwester aufzuklären. Und jetzt folgt sie Prinz Wrath in die Unterwelt, genauer gesagt in sein Reich, denn er nimmt sie erstmal auf, bevor der Teufel sich ihrer annimmt und die Ehe, ja, nicht vollzogen, wie nennt man das? Also die Eheschließung halt vollzogen wird. Und ja, was passiert dann noch so? Genau, dabei lernt sie halt einfach so ein bisschen die Hölle kennen und natürlich auch die anderen Prinzen der Hölle. Unter anderem Prinz Lust, Prinz Greed, Prinz Envy, Prinz Pride, Prinz Sloth und Prinz Gluttony. Und macht sich vertraut mit den Gebräuchen dort unten, denn die Hölle ist gar nicht so, wie sie sich vorgestellt hat. Gleichzeitig muss sie aber immer noch herausfinden, wer ihre Schwester auf dem Gewissen hat und vor allen Dingen, warum. Ja, wie hat mir das Ganze gefallen? Wer das erste Video dazu gesehen hat, weiß, dass ich einfach nur ein Fan bin und das hat sich glücklicherweise bis zu Teil 2 durchgezogen. Ich liebe die Bücher einfach sehr. Es hat wieder viel, viel Spaß gemacht mit Emilia und Wrath. Ich fand, hier waren auch wieder einige Dinge sehr vorhersehbar, wo ich sagen würde, ja gut, das wusste ich aber schon in Teil 1. Aber es war halt immer wieder so, dass ich mir ganz sicher war, dass es so ist. Und dann wieder ganz unsicher. Und dann wieder ganz sicher. Und dann wusste ich nicht mehr genau, was ist jetzt eigentlich, was geht da jetzt eigentlich ab? Und das war irgendwie so verwirrend und keine Ahnung, es war einfach so spannend. Ich konnte das Buch nicht aus der Hand legen. Und am Ende dachte ich mir so, ja, nice, wo ist Band 3? Und das dauert noch bis September diesen Jahres und ich komme nicht darauf klar. Wir haben erst Januar, es dauert noch 9 Monate, bis das Buch kommt. Und ich könnte sterben einfach. Es ist so, so geil. Ich werde die Bücher auf jeden Fall nochmal lesen, bevor Teil 3 kommt. Vielleicht hole ich mir so, sie sogar nochmal auf Deutsch. Ich muss ehrlich sagen, ich liebe es einfach. Also es ist wirklich, es hat mich seit langem mal wieder richtig abgeholt und richtig viel, viel Spaß gemacht. Ich kann euch die Bücher nur empfehlen. Ich finde sie wahnsinnig gut. Ich finde sie auch wahnsinnig gut geschrieben. Es war auch zum ersten Mal seit etwas längerem mal wieder so, dass ich fand, dass auch der böse Prinz gut geschrieben war. Ich fand nämlich, in den letzten Büchern war das dann doch gar nicht so schlimm. Der war gar nicht in echt so böse und keine Ahnung, irgendwie, ja, war es irgendwie so langweilig. Also da war nicht so viel Elektrizität zwischen den Protagonisten und das hatten wir hier halt schon voll und ich bin einfach nur super angetan davon. Ich kann gar nicht mehr dazu sagen. Vor allem, weil es einfach schon wieder schneit und es einfach übel dunkel draußen ist und ich weiß gar nicht, ob die Belichtung jetzt für euch so doll ist, aber ja, deswegen wird es einfach ein etwas kürzeres Video, würde ich sagen. Dicke, große, fette, in Fettbuchstaben und Großbuchstaben geschriebene Empfehlung für die Reihe. Einfach der Wahnsinn. I love it. Okay, so viel dazu. Ansonsten habe ich nicht viel mit euch zu teilen. In der Infobox unten findet ihr einen Link zu meinem Webshop, zu meiner Website und allem, was damit zusammenhängt. Schaut einfach mal vorbei. Ich freue mich über jeden, der da aktiv ist. Und auch zu meinem Instagram-Account, wo ich mich ebenfalls freue, wenn ihr da vorbeischaut und aktiv mitmacht. Es gibt da ebenfalls buchigen Content und natürlich Content zu mir und meinen Büchern. Ja, das war's dann auch schon. Ich wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Lesen und noch einen schönen Tag.